Ich wollte auf jeden Fall mal ein kurzes Update-Video machen. Ich bin ja jetzt hier gerade beim Nico und hatte ja im vorvorletzten Video oder in dem Video, wo ich erzählt habe, dass ich wohnungslos bin, einkommensfrei, hatte ich ja schon ein bisschen erzählt. Ich bin jetzt hier seit ungefähr 3 Wochen und ja, für mich ist das extrem wie ein Paradies hier. Also seit Juli habe ich kein Einkommen. Und ja, jetzt hat mir meine Oma halt für den Neustart so ein paar hundert Euro überwiesen. Das heißt, wenn ich halt irgendwas haben müsste, dann könnte ich mir es kaufen, sage ich mal so. Und ich bin jetzt aber seit circa einem Monat am Fasten. Welche Form des Fastens, also da bin ich überhaupt nicht mehr festgelegt und ich hatte mir auch gar nicht vorgenommen zu fasten. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich immer so 2 bis 3 Tage Trockenfasten gemacht habe und dann einen Apfelsaft getrunken habe von den Äpfeln, die hier wachsen. Ja, die ich dann halt auch frisch pflücken konnte und wir sehr viel noch im Lager haben. Und ich werde auf jeden Fall nochmal ein Rundgang-Video machen, wenn hier mal so ein bisschen Sonne vielleicht draußen ist, damit man auch mal sehen kann, diese 60 Apfelbäume, 100 Birnenbäume, Gemüsebeet und sowas und das Lager. Ja, wie der Hof halt so aussieht hier in Sachsen im Osten. Hier ist, also das Dorf hier hat 500 Einwohner circa und sehr viel Wald, schöne Seen, sehr viel Natur einfach, sehr viel Ruhe, hier sind weniger Autos. Sehr gute Schwingungen, sage ich mal so. Also für mich ist das halt, ist das ein perfekter Ort, sage ich mal so. Und gerade suchen wir halt ein paar Leute oder da haben schon ein paar Leute eingeladen, die mal so ein bisschen vorbeikommen können, sich das auch anschauen können, wir dann zusammen gucken können, ob wir uns gemeinsam halt das vorstellen können, da wir eine ja, gemeinschaftliche Selbstversorgung realisieren möchten hier in Sachsen. Und in erster Linie geht es darum, also das werde ich dann im nächsten Video noch näher erklären, wenn ich halt den Rundgang mache halt. Das ist dann halt das offizielle Video, sage ich mal dazu. Auf jeden Fall geht es im Grunde auch um ein Wohnprojekt, einfach ein gemeinschaftliches, wo sich halt Seelenverwandte untereinander finden oder fast Seelenverwandte und halt gemeinsam was starten und die Selbstversorgung ist dann sozusagen ein Werkzeug der Freiheit dafür. Wobei ich momentan auch wieder neue Erkenntnisse reinbekomme. Ob das überhaupt notwendig ist letztendlich und ob man auch mit dem System in Anführungszeichen sehr gut klarkommen kann, wenn man da halt so seinen individuellen Weg findet. Ob das diese ganzen Grenzen, das Negative, was man damit behaftet, nicht einfach nur im Kopf ist sozusagen. Ja, da muss halt jeder selber schauen und jeder ist da selber auf einer anderen Entwicklungsstufe. Also mein Training war jetzt in den ersten Wochen des Fastens, also eigentlich jeden Tag, Krafttraining. Ausdauersport leider nur einmal und einmal 4 Stunden wandern oder so. Das möchte ich auf jeden Fall wieder erhöhen. Ich lasse es aber halt gerade fließen, wie es so gerade kommt. Und ich habe auf jeden Fall wieder Lust auf richtig hartes Training, aber ich, wie gesagt, lasse es gerade fließen und gucke, wie es ja gerade kommt. Das Fasten ist mir gerade erstmal wichtiger. Also nach den 4 Wochen war ich dann in einem Status, wo ich dann auch keine Säfte mehr wollte, also auch kein Zucker allgemein. Da war die Sucht dann wieder komplett weg. Und das Akku ist gerade gleich leer, deswegen mache ich mal kurz eine Pause. So, das nächste Akku befindet sich nun in der Kamera. Die ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schief, das Bild irgendwie. Genau, die Zuckersucht hat sich komplett gelöst. Ich hatte dann gar keine Lust mehr auf was Süßes, also auf Fruchtsaft in dem Fall des Fastens. Ist ja das Fastengetränk Nummer 1. Entweder Apfelsaft oder Orangensaft sind meine liebsten Fastengetränke oder halt Wasser. Und jetzt gucke ich halt, dass ich dann jetzt halt ohne Fruchtsäfte mache. Dass ich halt eine Mischung aus Trockenfasten und vielleicht ein bisschen Wasser zu mir nehme, vielleicht 200 Milliliter alle paar Tage oder so. Und das ist dann erstmal weitergehen, vielleicht so eine Woche, vielleicht auch zwei. Ich schaue dann einfach mal, wie ich halt Bock habe. Auf jeden Fall zwischendrin gab es jetzt in den letzten 4 Wochen 3 Tage,
wo ich auch ein bisschen gegessen hatte, also nicht 3 Tage hintereinander, sondern verteilt, wo ich dann einmal am Tag ein bisschen Obst gegessen habe. Und es kam auch dann recht schnell wieder hinten raus und habe dann gemerkt, ja, ich habe eigentlich keine Lust auf Essen, also habe ich es wieder sein gelassen, genau wie jetzt auch. Jetzt bin ich aber trotzdem noch am Überlegen, ob ich Papayas bestelle bei der Fruchtlawine und Kokosnüsse. Auf jeden Fall Durian bestelle ich nicht, weil das ist mir dann zu teuer, wenn ich doch keinen Bock drauf habe. Könnte ich aber zur Not dann halt auch hier abgeben. Das ist halt der Vorteil von einer Gemeinschaft, von einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, dass man ja nicht festgelegt ist auf die Sachen, sondern ja, dann den anderen mal fragen kann, ob der Bock drauf hat oder so. Vielleicht auch so einen Tausch machen kann. Und danach wird es wahrscheinlich weitergehen. Also ich habe momentan eigentlich so fast gar keine Lust mehr auf Früchte irgendwie. Also überhaupt nicht. Also jetzt unabhängig von der Zuckergeschichte. Also wenn, habe ich mal Lust auf Papaya. Papaya mag ich sehr gerne. Durian, Orangen. Und das war es eigentlich schon von den Süßfrüchten momentan. Oder ich schaue mal kurz nochmal nach. Ich habe mir das aufgeschrieben. Hier gerne so ein bisschen immer planen. Maracuja hätte ich noch Lust. Und wo wir letztens waren, halt beim, was mein letztes Video darstellt, diese alten, perfekt reifen Apfelsorten, die waren so unterschiedlich, alle so krass aromatisch. Also das kann ich mir auch noch vorstellen. Also Apfel, Maracuja, Durian, Papaya, Orange. Ansonsten junge Kokosnüsse, Trinkkokosnüsse halt. Und Avocado. Ansonsten interessieren mich eigentlich gar keine Früchte momentan. Ich gucke gerade auf das Textdokument hier. Und da ist dann sowas Einbau halt wie Gurke, ist halt auch eine Frucht, aber halt nicht süß. Tomate, ein stärkefreier Kürbis, eventuell Paprika, Karotte, Kohlsorten, Salat, Mandeln, Macadamia-Nuss. Das sind zwei Nüsse, die halt auch keine Stärke haben. Und dann vielleicht Trockenfrüchte wie Datteln und Feigen, aber halt nicht so gegessen, sondern dass man damit halt einfache Rohkostrezepte macht und halt auch nicht viel verwendet. Zum Beispiel kann man Feigen und Mandeln ganz gut einweichen oder halt nur die Feigen einweichen und mit gemahlenen Mandeln vermixen. Das kann man dann zu Brotfladen, Rohkostfladen halt formen und das hält, ohne zu dürren. Und da kann man halt ganz gute Sachen mitmachen. Also ich habe irgendwie total Lust auf Gemüse. Es kann auch damit zusammenhängen, halt mit dem Fasten, dass man halt Mineralstoffe wieder haben möchte. Aber das fühlt sich nicht so an. Also es fühlt sich auch nicht so an, als ob ich Mineralstoffe brauchen würde, sondern es fühlt sich einfach eher so an, dass ich jetzt mich so lange auf Früchte schon konzentriert habe, seit 2 Jahren oder so, oder 3 Jahren eigentlich schon, wenn man die High-Carb-Zeit mit reinnimmt, dass die mich jetzt eigentlich gar nicht mehr so wirklich interessieren. Aber ich habe trotzdem halt noch Lust, irgendwas zu essen, halt, sage ich mal so. Also, dass ich halt dann nicht eine früchtebasierte Rohkost mache oder halt eine komplette Früchtekost, sondern einfach eine allgemeine Rohkost, aber halt jetzt ohne Salz und alles Gedöns, denke ich mal. Ja. Ja, sonst hatte ich da jetzt nichts stehen. Kochkost habe ich jetzt momentan nicht auf dem Schirm, aber ich lasse es halt fließen, wie es halt kommt. Aber wenn, dann werde ich das langsam und progressiv angehen, dass ich halt langsam sozusagen steigere. Aber ich habe halt auch im Kopf, dass ich mal 2 Monate, 3 Monate ohne Zucker mache. Was für Candida, wenn man den hat, ganz gut sein kann. Oder andere mikrobielle Parasiten oder auch allgemein Parasiten. Ich glaube jetzt nicht, dass ich Würmer habe, aber die halten auch teilweise bis zu 4 Wochen aus. Und da ich jetzt an 3 Tagen wieder was gegessen habe, dann würde das noch länger dauern. Bis, also falls ich Würmer hätte, was ich eigentlich nicht glaube, bisher auch keinen bei meinen ganzen Fastens entdeckt hatte, kann es halt sein, dass sie dann doch ein bisschen länger brauchen. Auf jeden Fall werde ich dann halt, wie gesagt, schauen, dass ich dann ohne Fruchtsäfte weitermache. Außer wenn ich mal wirklich Bock habe, dann mache ich mal einen Orangensaft. Der Zucker in den Orangen soll auch nicht bei Candida so schlimm sein wie bei Äpfeln zum Beispiel oder Bananen, also bei Süßfrüchten. Bei sauren Früchten sieht das ein bisschen anders aus. Da kann man halt mal, weiß ich nicht, 3 bis 6 Orangen oder so alle paar Tage oder 2 Mal die Woche konsumieren. Das lasse ich mir auf jeden Fall offen.
Weil meine Intuition hat mir halt gesagt, ne, ich habe keine Lust mehr auf Zucker so. Und deswegen werde ich halt erstmal gucken, ein, zwei Wochen oder so, das Fasten weiterzuführen ohne Zucker. Und dass ich dann halt auch weiterhin auf Zucker vielleicht erstmal verzichte oder größtenteils verzichte, weil mich das automatisch zu Gemüse treibt. Und ich gar keine Lust mehr auf Zucker habe einfach und auf Früchte und so. Aber ich halt trotzdem Lust habe, was zu essen. Ja. Ansonsten ab und zu bekomme ich halt auch noch Spenden für halt YouTube-Videos, für den Content, den ich biete und auch via Facebook, denke ich mal. Das Buch, woran ich gerade schreibe, das E-Book, das habe ich ein bisschen zurückgestellt, weil ich gerade wieder sehr, sehr viele Erkenntnisse bekomme und ich dann halt nicht irgendwas schreiben will, was ich danach dann wieder einfach lösche oder komplett umschreiben möchte. Man kann halt nie das Perfekte anbieten, aber momentan fühlt sich das eher an, dass andere Erfahrungen gerade wichtiger sind und dass ich gerade auch grundlegende neue Erfahrungen mache, weil es ja ein kompletter neuer Lebensabschnitt ist, den ich gerade mache. Das heißt, dass das Buch wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr rauskommen wird. Also ziemlich wahrscheinlich. Und ja, es wird zwischen 60 und 200 Seiten haben, halt wie gesagt. Und dann will ich es mal mit diesem Vlog belassen, sonst könnte es zu lange werden. Ciao.